Schönen guten Abend hier in Saal 2. Es geht um Spinning the Electronic Wheel. Gizmo und Betty werden euch darüber aufklären, was sie tun. Das sieht ja schon ganz spannend aus hier. Ihr könnt zwischendurch Fragen stellen, wenn ihr wollt. Ich stehe da hinten in der Ecke. Einfach die Hand heben, ich komme zu euch. Okay, hallo, schön, dass ihr es geschafft habt, schön, dass ihr hier seid und nicht im Iran bei den Anreicherungsanlagen in Saal 1, ist der Stuxnet-Vortrag noch dazwischen gekommen. Gut, dass ihr hier seid, elektronische Fahrräder ist unser Thema, E-Bikes, die bauen wir. Es handelt sich, hier vorne ist das erste Beispiel, um Homegrown, wir bauen die selber, es geht um eigengebaute Konstruktionen, nicht um fertige Kompletträder, wie man das irgendwie so haben kann am klassischen Markt, sondern es geht darum zu erklären, was alles ein Faktor ist, um ein Fahrzeug aufzubauen. Ich nehme mal das andere Mikro. Stimmt hier nicht? Jetzt, danke. Genau, E-Bikes, still the bicycles of the 21st century, ist das Motto. Warum Elektrofahrräder so sinnvoll sind, möchte ich im ersten Teil der Geschichte erzählen. Es ging darum, dass ich jahrelang einen klassischen Pendelverkehr hatte mit einem Auto, 25 Kilometer Strecke, frühs hin, abends zurück. Das ist jetzt 4 Jahre her, 2006 war das, wo das anfing, dass ich diese klassische Strecke mit einem E-Bike angefangen habe anzugehen. Und wo sich dann in den Monaten, wo ich mal auf das Auto verzichtet habe und das mit einem klassischen Fahrrad plus Elektromotor durchgezogen habe, eben sehen konnte, okay, es funktioniert, es ist möglich, damit wirklich richtig nicht nur ein bisschen durch die Gegend zu kommen, so Freizeitfahrzeug, wie auch immer, sondern dass es also damit möglich ist, wirklich Strecken abzureißen. Das waren ein paar tausend Kilometer, die da über die Bühne gegangen sind und das hat auch gehalten. Also es funktioniert, die Techniker war überzeugend, das war der Grund, warum ich damit angefangen habe, das Projekt, dass diese Fahrzeuge gebaut heißt Elektronenrad, sind hier in Berlin beheimatet, haben eine kleine Werkstatt, wo es möglich ist, mit einem Fahrrad, das erstmal so nur zum Strampeln da ist, anzukommen, dass man sich ausguckt, was für ein Motor der richtige ist, was für Radgrößen man hat, spielt alles eine Rolle, was für Geschwindigkeiten oder Leistungen man am Ende braucht, je nachdem, ob da Gewicht mit transportiert wird oder vielleicht doch einfach nur irgendwie eine Person durch die Gegend kommen will. Und so ist das entstanden. Genau, zu den Bauarten. Grundsätzlich setzen wir bei Elektronenrad Nabenmotoren ein. Das sieht man hier vorne im Vorderrad. Ist ein einzelnes Rad ausgetauscht worden. Es ist also kein Antrieb, der jetzt irgendwie über eine Kette mit integriert ist, eine Schaltung braucht oder Getriebe oder sowas involviert, was jede Menge mechanische Probleme mit sich bringt, sondern es wird tatsächlich ein einzelnes Rad entsprechend eingespeicht, 20 Zoll, 26 Zoll, 28 Zoll, je nachdem, was man so im Fahrrad dran hat. Und durch den Ausstoß des Rades ist es dann möglich, da mit noch ein bisschen Elektronik ein E-Bike draus zu machen. Die Sache bekommt noch einen Gasgriff und einen Drehsensor, da kommen wir später dazu. Und damit ist es dann möglich, also irgendwie von so einem kleinen Klapprad angefangen, über Lastenräder, Posträder, sehr beliebt, damit man noch ein paar Kisten Bier durch die Gegend bekommt. Liegeräder, Dreiräder kann man einfach mal ansetzen, dass man jedes klassische Fahrzeug damit umgebaut bekommt. Ein schönes Beispiel, wo es wirklich Sinn macht, ist eine Rikscha. Wir haben so eine klassische alte chinesische Rikscha. Das Ding wiegt leer 90 Kilogramm ohne Motor. Also als ich es bekommen habe, das sind 90 Kilo. Die durch die Gegend zu trampeln, ist fast unmöglich. Also es ist zwar schon drin, wenn man da irgendwie sportlich ambitioniert ist, aber wenn da noch 2 Personen hinten drin sitzen, man kann ja Personen mitnehmen, dann haut das einfach nicht mehr hin. Dementsprechend ist da Motor einbauen ein Thema. Und dann klappt das auch. Ich zeige euch mal ein paar hier. Okay, ich versuch's mal. Ansonsten machen wir es ohne. Yes.
Muss ich mich hier nur durchsteuern? Genau, hier ist das MIFA. Einmal das Postrad, wieder selbes Konzept, die Narbe im Vorderrad. Hier ist das Vorderrad ein 24 Zoll. Das Wichtige, weswegen ich hier die ganze Zeit immer erwähne, was für eine Radgröße da dran hängt, das sind Direktläufer. Da gibt es später noch die Details zur Technik, wie der Motor funktioniert. Allerdings, das bedeutet zwangsläufig, da man hier direkt an die Narbe den Motor einspeicht, dass ein Umlauf des Rades zwangsläufig der Strecke entspricht, die die Radgröße hat. Also ein 20 Zöller wird ein bisschen weniger an Weg zurücklegen als jetzt ein 26, 28 Zöller. Deswegen ist das wichtig bei der Konfiguration. Sonst hat man am Schluss irgendwas, was 50 fährt und nicht mehr gebremst werden kann. Das ist auch nicht so Sinn der Übung. Hier ist die Rikscha, hat auch hier im Vorderrad die Narbe bekommen. Das ist ein 26 Zöller. Hier würde ich mir wünschen, eigentlich ein bisschen ein kleineres Rad. In der Abhängigkeit von dem Umfang ist das Drehmoment bei kleineren Rädern etwas höher. Das heißt, man mit mehr Anschub, weniger Endgeschwindigkeit, wäre bei einer Rikscha sinnvoll, weil 90 Kilo plus zwei Personen Ladung, der Fahrer ist auch noch dabei. Haben wir ja also weit über 200 Kilogramm in Bewegung. Die müssen erstmal gebremst werden und da sind dann auch 25 km/h schon echt genug. Also schneller muss es wirklich nicht werden. Es ist an dem Fahrzeug eigentlich eher langsamer. Die erwähnten Dreiräder, ein Trike, da macht es am meisten Sinn, das Hinterrad zu verwenden, weil es gibt natürlich ein paar Leute, die haben es schon probiert und auch gebaut, vorne die zwei Räder mit Synchronsteuerung auf die Reihe zu bekommen, dann einen Controller zu bauen. Das ist dann ein bisschen wie Panzerfahren, weil man halt über die Geschwindigkeitsregelungen der Vorderräder dann auch noch ein bisschen lenken kann, aber das gehört eher zum experimentellen Bereich als zum klassischen Straßenverkehr. Also kommt das Teil ins Hinterrad rein. Da ist eine Kettenschaltung, man sieht es hier ziemlich schlecht. Es ist möglich, ein klassisches Kettenritzel, also eine Ritzelkassette aufzubringen an dem Motor, dass man also da eine Kettenschaltung 7, 8 Gänge hat und dann zusätzlich den Motor. Das ist die Lösung für Hinterräder. Hier habe ich mal den ganzen Bausatz mit Werbung. Entschuldigung, das kam in letzter Minute dazu. Man hat also einmal das Rad in entsprechender Größe eingespeicht. Und dann Controller, den sehen wir hier in der Mitte. Das ist die Kiste, die einmal die digitale Ansteuerung macht, wo das Drehfeld generiert wird. Wir haben zwangsläufig einen Akku an Bord. Das ist hier oben in der Kiste drin. Und für die EU gibt es gleich noch was dazu, ist immer der Drehsensor das Wichtige, dass man dann einen sogenannten Pedal Assist Sensor dran hat, PAS, Pass-Sensor. Ich werde das jetzt den Rest der Veranstaltung Pass nennen. Den gibt es gleich noch die Erklärung dazu. An diesem Beispielfahrzeug ist leider keiner dran. Gut, Anatomie gibt es später, Entschuldigung. Genau. Zu den Fahrzeugen, die am Markt existieren. Es ist gerade die letzten Jahre unheimlich explodiert. Ich habe 2007 auf dem Camp das erste Mal einen Vortrag gehalten über E-Bikes. Da war es auch richtig schön. Auf dem Gelände konnten wir natürlich rumflitzen und entsprechend Platz im Sommer. Seit 2007 auch ging es effektiv los. Es gibt jede Menge E-Bikes. Das Thema E-Mobilität wird ja auch hier nebendran im Bundestag diskutiert und der deutsche Staat möchte da entsprechend Förderung haben, weil als Autonation ist ja klar, Elektrofahrzeuge, Elektroautos, Elektrofahrräder, Elektroroller, alles ist gerade Thema. Das startete so seit 2007, dann ging es auch los, dass auf den Fahrradmessen dort die entsprechenden Pedelec-Parks und Elektrobike-Parcours waren, dass man also da irgendwie unheimlich viele Hersteller hatte. Was ein bisschen schade ist, ist, dass die meisten Bikes wirklich das klassische Fahrrad, also so ein 26, 28 Zoll Herren-Damenrad, so ein City-Cruiser, so in der Art darstellen. Man bekommt sehr, sehr wenig hier im Bereich von Klapprädern, kleinen Fahrrädern, was eigentlich gerade mit der Motorisierung am meisten Sinn macht. Das ist wie früher Mofa-Fahren, eine Herkules oder so, kommt dem dann doch irgendwie wesentlich näher. Man braucht eigentlich gar kein großes Fahrrad dazu. Also das in einem klassischen Rahmen zu verbauen, ist gar nicht so sinnvoll, meiner Meinung nach.
Gerade mit den Nabenmotoren, die ja mit dem Gewicht doch schon ganz schön zuschlagen, das sind 4-5 Kilo, die wir da ranbauen. Das brauche ich einen normalen Biker oder gerade Rennradfahrern einfach nicht zu erzählen. So, ich habe da mehr Equipment an dem Fahrzeug dran, als den ihr ganzes Bike wiegt. Das ist also gar nicht so das Thema Fahrrad, wie man es eben von den Stramplern kennt, sondern hier für die Fortbewegung wirklich eine Lösung, eine Alternative, um durch die Stadt, durch die Gegend zu kommen. Und dementsprechend gerade bei den kleinen Bikes eigentlich noch am interessantesten. Die andere Rubrik, was am Markt auch gar nicht so richtig zu haben ist, da sind also riesige Lücken, außer dass die Deutsche Post ein bisschen was ausprobiert hat, sind Lastenräder, Cargo-Bikes. Da findet man gerade aktuell eigentlich fast nichts, was regulär zu kaufen ist. Vielleicht hat hier in Berlin jemand mal eins gesehen von der Deutschen Post, die gelben Teile, klassisches Postfahrrad, die haben einen Trittlagermotor drin, surren ziemlich laut durch die Gegend, aber das ist auch das Einzige, wo das mal probiert wurde. Klassisch kaufen kann man die gar nicht. Also Lastenräder, E-Bikes gibt es eigentlich aktuell nicht allzu viel. Das fehlt vollkommen. Umso einfacher und umso schöner, wenn man hier mit so einem Bausatz rangehen kann und vorhandener einfach aufrüstet. Einen Moment bitte. So, zweiter Teil der Geschichte. Was es überhaupt so schön macht, mit diesen Fahrzeugen sich im Straßenverkehr rumzuschlagen. Und zwar, das ist die Möglichkeit, dass man selber überhaupt eins bauen kann und das dann am Schluss auch wirklich fahren darf. Großes Problem auf unseren Straßen, muss natürlich alles eine Versicherung haben, muss natürlich irgendwie alles im Rahmen bleiben. Hier ist seit 2002 eine EU-Regelung, der schöne Teil der Geschichte, die existiert für 2- und 3-Räder, die mit elektrischer Motorunterstützung ausgerüstet sind, wo es halt möglich ist, dass man ohne Kennzeichenpflicht oder jetzt so die kleinen Kennzeichen, Versicherungskennzeichen, was man vom Roller kennt oder die Scooter, dass man ohne diese Sachen einfach sich ein Fahrzeug aufbauen kann, keine Helmpflicht besteht, auch gut, kann trotzdem einen Helm aufsetzen, aber es halt einfach so möglich ist, dass jemand was baut und es benutzt. Das ist eine EU-Regel, steht noch im Vortrag, denke ich, drin, 2002, 64, 26 BE, hat noch eine Nummer dran, die besagt drei grundlegende Sachen, die das Fahrzeug erfüllen muss, um eben ohne die klassischen Versicherungsszenarien einfach so auf die Straße zu dürfen und damit als normales Fahrrad gilt, wie als würde man ganz normal Fahrrad fahren. Nur eben mit ein bisschen Motor. Die erste Grundbedingung ist, das hatte ich hier unten, diese schöne kleine Scheibe. Da sind Magneten einmal im Kreis angeordnet und ein Sensormodul. Das muss unten am Tretlager angebaut werden. Hier in der Tretnarbe wird das angebaut. Und das verpflichtet einen dazu, dass man immer erst eine Pedalbewegung hat, immer erst irgendwie reintritt, eben Fahrrad fährt. Und dann erst der Motor freigeschalten wird. Also erst dann ist es möglich, Gas zu geben, erst dann ist es möglich, Leistung abzurufen von dem Motor. Das ist die erste Grundbedingung. Die zweite Grundbedingung ist 25 km/h maximal. Gut, das ist der klassische Mofa-Ansatz. Schneller darf es nicht werden. Die Leistung muss dann entsprechend auch runtergehen. Die dritte Sache, und das ist eigentlich die unklarste, sage ich mal, das ist eine sogenannte Nenndauerleistung von 250 Watt. Nenndauerleistung ist leider nicht wirklich definiert so richtig. Also es gibt da einige Theorien, die sagen, damit der Motor nicht heiß wird, maximal 250 Watt sollte er vertragen können. Stimmt alles gar nicht. Kann man auch so einer Narbe erstmal gar nicht irgendwie vorschreiben, dass sie jetzt 250 oder 500 Watt oder sowas hat. Das ist immer abhängig von dem Controller, den man einsetzt, welche Leistungen der möglich macht und dann natürlich von der Batterie, von dem Akku, welche Spannungen, wie viel Volt das sind und daraus addiert sich das erst oder summiert sich das erst auf, was dann wirklich an Leistung im Motor frei wird sozusagen.
Was an dieser Nenndauerleistung noch komisch ist, es ist die, eben wie der Name sagt, eine Dauerleistung. Das betrifft nicht Peakleistungen, also beim Anfahren, im Anfahrmoment, wenn das Fahrzeug beschleunigt, eben diese ganze Masse erstmal über ihren Trägheitsmoment gebracht werden muss. Da sind da ganz andere Ströme schon am Werk. Also da kann das auch locker auf 600-700 Watt gehen, sonst fährt das eh nicht los. Also gerade bei Lastenrädern, wenn man da 5-6 Kisten Bier drauf hat, sie müssen erstmal beschleunigt werden. Und das ist dann auch von dieser Regelung her kein Problem. Also insofern ist das ziemlich gut gelöst. Die 25 km/h sind eine klare Ansage. Das ist auch okay. Es sollte niemand mit so dünnen Reifen und Rücktritt oder so einer komischen Felgenbremse hier mit 50 durch die Stadt packen. Das ist einfach echt nicht notwendig. Also E-Bike an der Stelle gar nicht so richtig das, was es machen soll, sondern 25 km/h sind vollkommen in Ordnung. Die Leistung wiederum eben ist relativ frei. Man kann da, hat da ein bisschen mehr Spielraum, eben gerade was Lastenräder betrifft. Genau, das ist die EU-Pedelec-Regelung. Noch einen Punkt dazu. Es wird gerade wieder mal neu geregelt, die in Brüssel schlafen ja nie, es ist da immer wieder was los. Bis 2014/15 wollen die mehr Klarheit schaffen, gerade was leistungsstärkere Elektrofahrzeuge, Elektrofahrräder betrifft. Also da ist abzusehen, wie was passiert, das ist, es gibt nur ein paar Anzeichen, 45 km/h sollten drin sein, dass man also in der Art Roller auch Fahrzeuge aufbauen kann, ohne über Generalabnahmen zu müssen, ohne über die klassischen TÜV-Regeln drüber zu müssen, das dann auch mit Pedalen, aber da ist noch ein bisschen Zukunftsmusik. Dann würden auch diese Pedelec-Sache, die bis heute nur mit diesem Wort existiert und über diese eine Richtlinie für 2- und 3-Räder irgendwie definiert ist, würden dann auch eine Klassifizierung abbekommen. Man kennt das zum Beispiel vom Roller, die 45 km/h sind dort auch mit einer elektronischen Drossel realisiert. Das droht uns in der Zukunft wohl auch, dass eben Hersteller verpflichtet sind, so eine elektronische Drossel anzubringen, um dann Typennummern, das heißt dann L1AE, L1AB und so. Aber das ist noch Zukunftsmusik. Das entwickelt sich gerade erst noch. Und gerade im Selbstbaubereich ist das mit den E-Bikes noch nicht so viel. Das ist noch eine Nischensituation. Das heißt, da kommt man mit den vorhandenen Regeln eigentlich ganz gut zurecht. Das sollte für alle passen. Okay, Rubrik Nummer 3, wie in der Talk Description schon angekündigt, zur Technik. Was haben wir denn jetzt wirklich verbaut? Was ist denn da am Drehen? Wie kommt das Fahrzeug vorwärts? Dazu erzählt Betty uns die Geschichte vom Motor, Controller und Akku. Du bist dran. Alles klar. Genau, was haben wir denn da für Motoren? Ihr seht, das ist vorne die Narbe. Es gibt für diese Motoren viele Bezeichnungen. Narbenmotor wäre da das erst naheliegende, das genau in der Narbe verbaut ist. Brushless DC-Motor ist kontaktfreudiges Mikrofon. Brushless DC, also ein bürstenloser Gleichstrommotor, wäre die nächste Bezeichnung. Wie der Name sagt, es gibt keine Bürsten. Das bedeutet ganz wenig Verschleiß, also man muss keine Kohlen austauschen, es gibt keine Funken. Eine Kühlung ist nicht notwendig, weil es eben nicht heiß wird. Gleichstrommotor, da er aus Gleichstrom gestromt wird. Allerdings kommt im Motor kein Gleichstrom an, sondern ein modulierter dreiphasiger Wechselstrom, der dann vom Controller über eine PWM moduliert wird. Weitere Bezeichnungen fällt auch unter die Rubrik der Asynchronmotoren, da das Drehfeld, was im Motor erzeugt wird, nicht synchron zur eigentlichen Motordrehzahl ist. Ich fahre ja am Anfang langsam an, am Ende bin ich schneller. Genau.
Außenläufer, ein nächstes Bezeichnungswort, Definitionsbeispiel, der Neodymring außen läuft außen, also genau, Stator innen, der Rotor außen. Elektrisch kommutierter Gleichstrommotor wäre eine weitere Variante, wie ich schon erwähnte, er wird elektrisch kommutiert und nicht etwa über Schleifkontakte. Ja, hier sehen wir einmal einen auseinandergenommenen Motor, also hier der Stator, das was in der Mitte fest ist mit den Achsaufnahmen für die Gabel. Der Außenläufer, der Rotor, ein Neodymring. Hier am Stator sind die Wicklungen untergebracht und die Deckelplatten mit den Lagern an beiden Seiten. Würde ich noch was zum Stator erzählen? Der Stator, man sieht hier, hat mehrere Segmente. Ja. Genau. Das sind die Nuten, es sind 48 Nuten, so viel haben wir rausgefunden. Man definiert Statoren üblicherweise eben über ihre Nutenzahl und ihre Polzahl, unter anderem die Polzahl, also wie viele Pole die Wicklungen hier machen, können wir leider nicht rausfinden, da es da unterschiedlichste Anordnungsformen gibt. Man kann kombinieren eben die Phase ABC oder AA, BB und CC und so weiter. Und da die Motoren aus China kommen, haben wir leider keine genauen Angaben. Wäre schön, das irgendwie in der Zukunft noch irgendwie rauszufinden. Genau, die Polzahl ist letztendlich entscheidend für die Stärke, also wie schnell sich das Drehfeld im Motor bewegt. So, eine weitere Bedeutung, die Wicklungszahl, wie viele Wicklungen, also wie oft wird hier eine Wicklung durch eine Nut geführt. Das findet sich in den Motorbezeichnungen auch wieder. Wir haben hier vorne in dem MIFA beispielsweise einen 209 Chrysalide Motor. Wir benutzen ja die Chrysalide Motoren. 2.0 ist die Breite des Neodymrings, also 20 mm. 9 ist die Anzahl der Wicklungen, also wir haben 9 Wicklungen, die dort durchgeführt sind. Das ist für uns wichtig, auch zu Kontrollzwecken. Also wenn wir können den Motorinnenwiderstand der messen, der ist nun mal abhängig von der Wicklungszahl und damit wir wissen, ob wir die richtigen Motoren haben. Zu der Wicklungszahl. Wichtiger Faktor, ich hatte es einleitend schon gesagt, es geht um die Radgrößen, 20 Zoll, 26 Zoll, 28 Zoll. Es ist so, dass die Wicklungszahl die maximale Drehgeschwindigkeit des Motors definiert. Und das heißt also entsprechend des Fahrzeugs, das man hat und damit auf eine Radgröße festgelegt ist, es ist notwendig, die Wicklungszahl des Stators, des Motors auszulegen, so dass die Drehzahl stimmt. Also wenn jetzt ein solcher 20 Zöller, der Motor, der sich dafür eignet, zum Beispiel jetzt mit 209 die 9 Windung, ein 28 Zoll Rad bekommt, wird das eben einmal viel zu schnell. Das würde im Anfahrmoment ein Problem geben, weil dann die Leistung nicht stimmt, das Drehmoment ist nicht in Ordnung, man würde kaum vom Fleck kommen. Müsste reintrampeln, damit überhaupt das Fahrzeug an Geschwindigkeit gewinnt. Und dann am Ende wird es immer schneller, schneller, schneller. Und da hat man dann auch nichts von gewonnen, dass man irgendwie am Schluss mit knapp 50 km/h auf diesem Fahrzeug klebt. Ja, bitte, hier ist eine Frage aus dem Netz. Ja, genau, das ist eine Frage von den Peace Missions. Und zwar, wenn die Motoren als DC Brushless bezeichnet werden, wieso werden sie dann trotzdem mit Drehstrom angesteuert? Oder ist DC Brushless ein Begriff, der hier gar nicht zutrifft? Ja, das habe ich versucht, so ein bisschen hervorzuheben, dass es keinen einheitlichen Begriff für diese Motoren gibt. Aber DC, er wird trotzdem mit Gleichstrom gespeist. Das geht eben über den Controller, der dann über eine PWM einen Wechselstrom moduliert. Aber dieser ist halt moduliert, er liegt nicht an einem Wechselstrom an. Das heißt, eben über eine Pulsweitenmodulation wird erst der Wechselstrom aus dem Gleichstrom erzeugt. Deshalb Brushless DC.
Das kommt drauf an. Gibt dort unterschiedliche Art und Weisen. In diesem Fall ist es schon eine Sinusmodulation. Also Rechteck, ja, die Pulsweitenmodulation geht über ein Rechteck. Man hat eine Pulsweite und je nachdem, wie stark man nun, ob man jetzt 100% in der Amplitude haben möchte oder weniger, 0, kann man eben über einen Zeitraum ein Rechteck-Signal 0 Sekunden oder eben meine Pulsweite voll und ganz ausnutzen, auf den Motor geben. Okay, da war noch eine zweite Frage, und zwar, wie viel Wattens hat denn nun so eine Narbe wirklich? Ja, bitte, Watt? Wie viel Watt so eine Narbe jetzt wirklich hat, das bezog sich noch vorhin auf die Stromgeschichten, also oder kann man eben nicht, ja genau, die Narbe hat erstmal keine Watt, weil die nimmt ja nur Strom auf und wandelt den dann in mechanische Energie um. Das heißt, meine Leistung kommt aus dem Akku und wird dann eben über den Controller nochmal gewandelt. Das heißt, was der Controller abgibt, bestimmt meine Wattzahl im Motor. Wann dieser Motor heiß wird, soweit sind wir bisher noch nicht gekommen. Also wie viel er wirklich dann ab kann, ist nicht klar. Aber soweit kommen wir halt gar nicht. Wir fahren, also dieses MIFA beispielsweise hat einen 36 Volt Akku, 20 Ampere Controller. Das heißt also, die Maximalleistung, die wir da rausholen können, wären dann 36 mal 20, 700 Watt grob. Okay. Ist es mit dieser Konfiguration auch möglich, Strom wieder rückzuführen in den Akku? Also wenn man jetzt zum Beispiel bergab rollt, dann wieder damit Strom zu erzeugen und den Akku zu laden? Der Controller macht es möglich, ja. Das ist dann am Ende eine Frage des BMS, also des Battery Management Systems. Da wissen wir leider wieder mal nicht, was dort verbaut ist in den Akkus, die wir bekommen. An sich wäre es möglich, ja. Der Controller macht es möglich, Strom zurückzuspeisen. Das heißt also, wenn am Motor die vom Motor induzierte Spannung die Spannung erreicht, die auch anliegt, würde der Strom zurückfließen. Der Controller lässt es zu, das Battery Management System wissen wir nicht, was das tut. Also der Fall bergab, wenn man fährt und die induzierte Spannung, die des Akkus übersteigt, wäre dann eine Zuständigkeit von dem Managementsystem an der Batterie, dass das wieder zurückgeführt werden kann. Das ist nicht ganz trivial, man braucht ja doch teilweise eine deutlich höhere Spannung und muss sich an entsprechende Ladekurven halten. Es wäre denkbar, mit einer Kondensatorkaskade sowas zu realisieren. Allerdings ist das in den Batteriemanagementsystemen von solchen Lithium-Akkus bisher so gar nicht vorgesehen. Also ich kenne nicht wirklich welche, die das so integriert haben. Rekuperation jetzt noch im Sinne, man könnte ja auch mit dem Motor bremsen, ist von dem Controller her nicht drin. Also hier bei Crestlight-Sachen gibt es das nicht. Es ist wohl möglich. Es gibt ein paar Hersteller, gerade bei Getriebemotoren, die das mit drin haben und anbieten. Es ist fraglich von der Leistung her, was an so einem Fahrrad da wieder zurückgeführt werden kann. Also es gibt unterschiedliche Rechenmodelle. Im günstigsten Fall kriegt man also 10% wieder. Das kann sich bei einem Toyota Prius lohnen. Das kann bei so einem Tonne Auto irgendwie klappen. Aber bei so einem kleinen Fahrrad, gerade im Straßenverkehr, wenn man da bremst, man möchte, steht und steht jetzt, haut das nicht hin. Die Rechnung geht nicht auf. Also Rekuperation ist wesentlich mehr Elektronik. Hier ist noch eine Frage. Ja, du hattest erwähnt, das sind asynchron Brushless-Motoren, aber sie nutzen doch eigentlich Neodymium-Magneten mit einer bestimmten Polzahl. Also ist das Drehfeld doch eigentlich abhängig von der Polzahl zur Statorpolzahl, oder? Und bewegt sich doch normalerweise synchron. Wenn du es erwähnst, wir haben die Theorie, dass es asynchron darum geht, dass die Frequenz des Drehfeldes nicht die ist, die direkt auf dem Rotor anliegt. Und das ist hier ja gegeben. Also wir haben eine Frequenz des Drehfeldes N. Und das, was der Rotor tatsächlich macht, ist eine entsprechend niedrigere Drehzahl.
in der Umsetzung. Ja, ist die Frage dann mit der Definition zueinander nur halt geteilt durch die Anzahl der Pole. Ja. Ja. Genau, so war es gemeint. Sorry? Ja, nochmal bitte. Jede Frage sollte auf dem Stream sein. Der Einwurf war gut, bitte nochmal. Asynchron heißt doch nur, dass sich das elektrische Drehfeld schneller bewegt, als sich das Rad am Ende bewegt, genau. Nichts weiter. Dann würde ich weitermachen. Genau, den Rotor hatten wir gerade angesprochen. Das ist ein Neodymring, in dem Fall achtpolig. Leider wissen wir eben die Stator-Polzahl nicht, sonst könnten wir jetzt auch nochmal genau auf diese Asynchron-Synchron-Geschichte eingehen. Sind aber asynchron. Ja, weiteres zur Anatomie. Wir hatten vorhin die Lager. Mit denen haben wir so gerade am meisten Probleme, da uns die im Winter einfrieren, Kondenswasser. Das war jetzt bei den Minusgraden ein bisschen schwierig. Ist noch leider keine Lösung gefunden. Man muss die Motoren dann halt mal irgendwie 10 Minuten reinstellen, dann geht's wieder. Aber draußen stehen lassen ist bei den Temperaturen gerade nicht. Ja. Das Mikro bitte hier vorne nochmal. Also ja, einer der Hauptgründe, sich für diese Motoren zu entscheiden, war, dass es keine Verschleißteile, keine weiteren mechanischen Teile gibt, außer die Lager. Aber die machen jetzt halt dann doch das Problem. Bitte hier vorne nochmal eine Frage. Weil die Frage gerade kam mit draußen stehen lassen. Wie alltagstauglich ist das Ganze im Winter? Also ich fahre bisher kein Elektrofahrrad, aber ich fahre auch bei minus 20 Grad durchaus ein paar mehr Kilometer zur Arbeit und habe das Problem bei einem Roll-Off, dass ab minus 15 Grad es da auch ein bisschen klemmt. Wie sieht es da aus? Selbe Spiel, minus 15 ist schon ziemlich viel. Wir haben die gleichen Probleme 50-50, also es fahren viele Fahrzeuge durch ohne irgendwie Wassereinbruch, ohne das Problem in den Lagern. Die andere Hälfte friert ein. Das ist dann auch richtig hart. Hat uns gerade das Bike hier gerettet, da hat jemand das Schloss aufgetrennt, aber dann aufgegeben 5 Meter weiter, weil der Motor eingefroren war, das ließ sich nicht schieben. Das stand dann an der Ecke. Es ist ein Thema von den Lagern, ganz klar die Kapselung, das entsprechend fetten Ölen oder auch mit Glycerin ein bisschen experimentieren, ist eine ganz gute Sache. Die Lager, die dort eingebaut sind, wenn man die aus China bekommt, naja, ich sag mal, das ist das Äquivalent von dem 2-Euro-Lager, Standard-Industrielager bei RS Components. Ich würde sagen, einfach mal da weiter experimentieren, bei SKF in ein richtiges Lager investieren, könnte das Problem schon lösen. So komplex wie eine Roll-Off ist es zum Glück nicht, dass es da dann langsam schmierig wird. Hier ist noch eine Frage aus dem Internet. Genau, aus dem Internet kam, habe ich das überhört oder wurde nicht geklärt? Wie viel schwerer ist, so ein E-Bike zu treten, wenn der Akku leer ist? Guter Punkt. Es ist auf jeden Fall ein Faktor, und zwar zum einen das Gewicht, das man mit sich führt. Allein das macht das Treten schon schwerer. Je nachdem, die Narben, das sind so etwa 5 Kilo, das Equipment, was man noch mit Controllersteuerung und so an Bord hat, plus dem Akku, wo es von bis, je nachdem, Bleiakkus können auch gerne mal 10, 15 Kilo wiegen, das ist dann gerade beim Lastenrad noch in Ordnung. Aber hier bei dem Kleinen, das sind 4 Kilo, die kommen noch dazu, also das Gewicht muss man eh durch die Gegend strampeln, wenn der Akku leer ist, das ist klar. Ich schätze mal, die Frage geht dahingehend, was für einen Rollwiderstand der Motor nochmal mit ausmacht. Das ist soweit in Ordnung, es ist ein geringer Prozentsatz, also es ist klar spürbar, man induziert in dem Moment, wo man dann nur noch strampelt, auch einen kleinen Strom. Der Controller hängt da allerdings noch mit dran und lässt die Phasen einfach mitlaufen. Also es ist so ein minimaler Abfall, den man sozusagen durch den Widerstand der Kabel und des Controllers selbst, den Innenwiderstand des Controllers erfährt. Das sind ein paar Prozent, aber nicht spürbar. Also ich sag mal, es ist ein Äquivalent zu einem klassischen Nabendynamo. Genau. Das ist nicht mehr. Es reicht, um die Lampe zu beleuchten ungefähr so gerade. Die leuchtet dann auch so. Wohlgemerkt auch nur bei der Maximaldrehzahl. Das hast du vielleicht gleich nochmal.
Wenn man jetzt anfängt zu pumpen, obwohl man die Maximaldrehzahl des Motors schon erreicht hat, dann erzeugt man tatsächlich echt Strom und fährt nicht mehr viel. Also man ist dann nach wie vor an die Maximalgeschwindigkeit von der Konfiguration sozusagen gebunden. Das ist also kein klassisch freies Fahrradfahren. Das hat schon seine Limitierung. Weiter zum Controller. Wie wird das Ganze gesteuert? Es handelt sich um eine reine Steuerung, und zwar sensorgestützt. Wir haben drei Hall-Sensoren, digital schaltend. Achso, hier sehen wir nochmal schön, kleiner Einwurf, die Wicklungen sind in Sternen geschaltet, sieht man hier. Die drei Phasen. Moment, ich muss nochmal hinmarschieren. Das sind die drei Phasen, die vom Controller kommen, die entsprechenden Kabel. Das geht zur Nabenmitte raus, vielleicht auch noch ein interessanter Punkt. Das Kabel wird über die Nabenmitte abgeführt, weil der Rest dreht sich ja außenrum. Geht dann raus in die Spulenringe entsprechend der Wicklung. Man sieht die Komplexität hier. Und hier kommt dann irgendwann mal nach der Runde alle drei wieder zurück und hängen an einem Sternpunkt. Das ist also eine klassische Sternschaltung von dem Motor. Genau, ich wollte auf die Hall-Sensoren hinaus. Ich suche mal kurz, die müssen da als nächstes kommen. Nochmal der Neodym-Ring aus der Nähe. Da genau, sind sie vergraben. Da sind sie. Hier drei Hall-Sensoren, die also im Prinzip jedes Polpaar des Motors dann in sechs Abschnitte teilen. Die sind wichtig, um eine Position zu erkennen, damit die Steuerung weiß, also der Controller weiß, in welche Richtung er jetzt losfahren soll, damit das nicht wie bei einem Hubschrauber irgendwie erstmal hin und her und hin und her, welche Richtung will ich denn? Also weiß er sofort die Position. Und im Prinzip wird auch eine Drehzahl, also beziehungsweise das Umschalten der Hals, gibt eben Aufschluss über das Umschalten der Kommutierung, also wann will ich welche Phase bestromen. Es werden immer zwei Phasen bestromt, eine Phase ist unbestromt. Es wäre natürlich auch denkbar, eben sensorlos zu steuern. Wie gesagt, das würde, wenn man zum Beispiel die Gegenspannung an der unbestromten Phase misst, dazu führen, dass im kleineren Drehzahlbereich, wo die Spannung halt noch sehr gering ist, man nicht weiß, in welche Richtung er fahren soll und eben nicht solchen sauberen Ablauf kriegen würde, sondern vielleicht erstmal irgendwie 2 Meter rückwärts, und das ist, glaube ich, nicht gewünscht. Andere Möglichkeit wäre eine Vektorregelung, das heißt, das wäre dann eine Regelung, keine reine Steuerung. Das heißt also, ich fahre direkt einen Sollwert des Drehfeldes ab. Das passiert hier nicht, das ist etwas komplexer, würde aber im kleinen Drehzahlbereich ein noch besseres Verhalten zeigen. Wir haben jetzt, wenn wir den Gasgriff nur ganz leicht aufdrehen, schon so ein leichtes Ruckeln. Also erst ab einer bestimmten Gasgriffstellung fährt er sauber los. Der Gasgriff selbst stellt sozusagen die Pulsweite ein für den Controller. Also wenn ich voll aufdrehe, habe ich eine Pulsweite von 1. Ist dann dabei aber nicht linear. Also genau, so viel können wir sagen. Die Maximalgeschwindigkeit hat Gizmo gerade schon mal angesprochen. Die ist jetzt nicht vom Controller definiert, sondern das geht eben vom Akku und hängt von der Radgröße ab. Also wie viel Volt fahre ich und wie groß ist mein Rad? Welchen Motor habe ich drin? Ja. Wenn dann keine Fragen zur... Ja, doch. Dann. Okay. Ich habe noch mal eine Frage zu dem Temperaturverhalten. Also wie der Kollege schon sagte, bei Rohloff oder auch bei Sachs, du hast halt das Problem, dass die Schmierstoffe fest werden, die du dann warm fahren musst. Weil ich sehe da hinten das Akkupack so auf dem Gepäckträger liegen. Ich glaube, es sind Lithium-Ionen, hast du gesagt. Polymer, die ja nun auch nicht so wirklich temperaturbeständig sind. Wie regelt ihr denn das, wenn das Fahrrad mal draußen steht eine halbe Stunde oder du wirklich mal eine halbe, dreiviertel Stunde fährst? Die Dinger werden noch eiskalt. Der Akku ist teurer als das ganze Fahrrad, den nimmt man mit rein. Ja, aber du kannst ja während der Fahrt, kannst du ihn ja nicht unter die Jacke stecken.
Ist leider das Problem, ist richtig. Also ein Thema, das habe ich ja auch gleich noch für die letzte Rubrik, die Zukunft. Ein Thema ist ganz wichtig, die Sicherung von dem Akkupack an dem Fahrzeug. Hat sich zum Glück noch nicht so rumgesprochen, was da teilweise verbaut ist, gerade was die Kosten betrifft. Ist definitiv ein Faktor. Die Kälte bei den Lithium-Polymer ist ein Problem, wenn der einmal hart durchgefroren ist, ist die Leistung entsprechend dann nieder. Die Voltzahl hält er gerade noch, also die Spannung halten die Dinger doch auch schon. Die aktuelle Situation, der ist jetzt auch schon 2 Jahre alt, entsprechend schlapp. Die aktuelle Situation mit Lithium-Eisenphosphat ist in Ordnung. Also wir haben die Dinger wirklich mal bei minus 10 Grad draußen durchfrieren lassen. Und die Lithium-Eisenphosphat sind soweit okay. Die entnehmbare Kapazität sinkt trotzdem, das ist richtig. Allerdings die Spannung ist auf jeden Fall stabil und auch die Stromabgabe, die C entsprechend 1, 2, C, je nachdem was Spezifikationen, die Column, die man rausziehen kann. Das ist in Ordnung. Es ist am Schluss die Gesamtsumme niedriger, das ist richtig. Also da bleibt am Schluss Kapazität im Pack zurück, einfach geschuldet durch die Kälte. Ist aber in Ordnung. Also ich würde es machen, es ist tatsächlich ein Faktor, wie gut kriege ich diesen Pack an mein Fahrzeug rangeschraubt und verschlossen, dass den keiner mitnimmt. Die Akkupacks, ob die Frage, ob die Akkupacks heiß werden bei der Sache, das nicht. Das ist vom Managementsystem allerhöchstens, dass die Platine, die damit integriert ist, dass da das Batteriemanagement eine Hitze abkriegt. Die Polymertütchen selber nicht. Der Motor entwickelt eine gewisse Wärme, also klar, der Wirkungsgrad ist zwar ziemlich hoch, entsprechend gut funktioniert es, aber eine gewisse Wärme an dem Topf, gerade unter Leistung in dem Namen Kessel, kann man schon spüren. Da kommt schon ein paar Grad am Schluss zustande. Plus. Und nochmal eine Frage aus dem Internet. Genau, ist der Neodym-Ring nun magnetisch gepolt? Ist das Ganze also ein Synchronläufer oder ein klassischer Drehstrommotor mit Kurzschlussläufer? Bitteschön. Kannst du die Frage nochmal wiederholen? Aber natürlich. Ist der Neodym-Ring nun magnetisch gepolt oder ist das Ganze, ist das Ganze also ein Synchronläufer oder ein klassischer Drehstrommotor mit Kurzschlussläufer? Es ist kein klassischer Drehstrommotor mit Kurzschlussläufer, es ist ein Neodym-Ring, der einen permanenten Magneten darstellt. Weiter, ich weiß nicht, ob ich jetzt die Frage beantwortet habe, aber werde ich gleich hoffe es. Ja. Also ja, das ist auch ein großes Thema, was gerade bei Elektronenrad immer wieder auffällt, wo wir auch schon oft versucht haben, gegenzuhalten. Die Informationslage ist grauenvoll. Also die Hardware kommt aus China, da gibt es keine Anleitungen, kein Handbuch, keine Dokumentation dazu, zu den Platinen und den Chips, die sie drauf verschrauben, sowieso nicht. Das Datenblatt von dem Motor besteht auch irgendwie aus einem kryptischen Zeichen und einem Schaltungsplan zu der 3-Phasen-Sternschaltung, das war's. Man kommt also an da nicht so viel ran, es gibt da eine die Dokumentationslage ist echt mies. Im Vergleich jetzt dazu, ich schätze mal, sind viele oder genug hier oder gerade auch die Fragen, wie sie hier aus dem Internet kommen. Klar, natürlich die Ausbildungssituation zu normalen Elektrotechnik, E-Technik ist da wesentlich besser. Klarer Aufruf und eine Bitte von uns, dokumentiert uns mal, was wir da wirklich haben. Es wäre also gerade, wenn wir auf den Controller kommen, das ist mit MOSFETs geregelt. Das sind 6 Halbbrücken, die da als Struktur aufgebaut sind. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß auch nicht, was es ist. Also die konkrete Aufdröselung aller Elemente und vor allem die Nomenklatur, weil wir jetzt hier, wir haben ja auch eine längere Liste jetzt mittlerweile zusammengebaut, was es alles ist. Es ist ein Außenläufer, es ist ein Asynchronmotor, es hat einen Stator, der die Wicklung selber hat. Ohne Bürsten, das wissen wir immerhin sicher. Aber wenn da jemand mal irgendwie das wirklich gerade ziehen kann in einem technischen Paper, bin ich auf jeden Fall dabei. Da zerlegen wir da noch mehr, schreiben da noch mehr Doku dazu. Es wäre es echt wert. Es findet sich unheimlich schwierig Zeug dazu. Auch im Internet sind so Foren-Postings, wo das wie jetzt hier die Frage-Antwort-Spielerei hin und her geht, aber man am Schluss irgendwie auch keine klaren Aussagen auf dem Tisch hat. Also die Dokumentation liegt uns da eigentlich auch am Herzen. Es passiert nur ziemlich wenig, wie immer. Falls da jemand noch was zu sagen hat, gerne melden nach dem Vortrag. Bitte, hier vorne nochmal. Ich bin seit kurzem Mikrocopter-Pilot und da gibt es, glaube ich, auch viele Motoren und Regler, die selbst gebaut werden. Gibt es irgendwelche Projekte in dem Bereich? Selbstbaumotoren, Regler, Selbstbau? Ich glaube, da im Mikrocopter-Bereich gibt es ganz viel Know-how und es hört sich irgendwie sehr ähnlich an. Also da ist ein Regler, ein Drehstrommotor und die wickeln auch selber. Man braucht jetzt irgendwie wahrscheinlich noch den Rest vom Motor.
Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Also der Aufbau ist definitiv so am Schreibtisch oder an der Lötstation zu schaffen. Es gibt keine, ich habe noch niemanden, ich kenne niemanden. Es gibt ein paar Entwicklungsplattformen von Siemens, Infineon. Die haben da ein relativ frei programmierbares System, was man als Controller einsetzen kann, wo man halt entsprechend an die Chips rankommt. Der Hardware-Part ist da aber dann mehr oder weniger schon erledigt. Ich kenne sonst niemanden, der seine E-Bike-Controller komplett selber aufbaut. Es wäre natürlich interessant und klar sinnig, da ein Open-Source-Projekt zu haben, irgendwie freie Open-Hardware irgendwie auf der Basis Modelle zur Verfügung zu stellen. Mal schauen, wie es mit dem Platinendrucken in der nächsten Zeit schneller geht. Wird das bestimmt auch kommen. Ich habe in meinem Umfeld bisher mit noch niemanden Kontakt gehabt. Wenn, dann die programmierbaren Teile von Infineon und selber löten mal komplett die ganze Struktur, wäre natürlich eine Herausforderung, wäre auf jeden Fall mal ein Thema für die nächsten Jahre. Kann kommen. Die Motoren selber wickeln, das ist jetzt der andere Punkt, das ist ein bisschen heikel, der Aufbau hier ist doch schon ziemlich komplex und das ist eine ganze Menge Material, gerade für die Narben braucht man doch schon, eben kommt was zusammen. Also wer da die Ruhe weg hat, kann es natürlich tun. Ich habe auch noch keinen gesehen, der selbst gebaut wurde. Den riesen Stator müsste man auch erstmal fräsen, das ist ja doch ein ganz schön großes Teil. Das heißt also, da ist es gerade einfach am günstigsten, die aus China zu nehmen. Das Zeug ist in Ordnung, Thema okay, die Lager, aber nach den Lagern ist es einfach vollkommen in Ordnung und entsprechend vom Preis her eigentlich unschlagbar, als wenn man da anfängt, selber einen zu bauen. Die mechanische Aufnahme mit der Achse, der Ausführung der Kabel über die Achse und den Tellern, die Seitenteller, die dann die Lager, wo der ganze Kraft drauf geht, ist auch nochmal ein ganz anderes Kaliber als jetzt die Propeller von den Quadrocoptern. Aber ja, gerne, wenn es in die Richtung irgendwie neue Sachen gibt oder Leute, die mal irgendwie selber einbauen, wäre toll. So, eine Frage hier noch? Nicht direkt eine Frage, aber ich wollte darauf hinweisen, es gibt das Projekt OpenBLDC, also die bauen Open Source Brushless Regler mit Vektorsteuerung, die sind hier im ersten Stock. Super. Könnte man vielleicht mal mit den Kontakten aufnehmen. Mal gucken, mit welchen Leistungen die so, genau, das wäre, fahren wir gleich mal vorbei, können es gerne zerlegen. So, eine noch aus dem Internet, dann zurück. Ja, zum einen hat sich im Internet auch jemand gefunden, der da Interesse hatte, am Controller da mitzuwirken und sich da wohl auch ein bisschen mit auskennt. Aber eine andere Frage war, wie sieht es denn aus mit dem Überspannungsschutz des Controllers? Eine Überspannung? Weiß ich nicht genau, wie gemeint ist. Also manche Controller haben das, dass sie eben nur, wenn ich jetzt einen 48 Volt Akku dran schalte, ja, nur die 36 Volt durchlässt, passiert. Ja. Okay, jetzt verstehe ich. In dem also, Kontext, die FETs, die hier verbaut sind, sind bis 96 Volt stabil, steht so drauf. Bedeutet an der Fahrspannung, wir haben hier 36, 48 Volt, das kann man einfach so ranhängen. Wenn man hier einen Akkupack mit wesentlich mehr Spannungszahl, irgendwie über 100 Volt ranhängt, würde der Controller abbrennen, da ist kein Schutz drin. Wenn, dann ist eine Unterspannung das Thema am Akku, das ist dann aber wieder Gegenstand des BMSs, dass der bei Unterspannung abschaltet, das Batteriemanagement. Vom Controller her ist es also flexibel nutzbar, man kann ihn mit 36, 48, 60 Volt benutzen. Es ist ja auch gerade bei Bleiakkus immer der Fall, dass die Spannung dann auch abbricht, dass sie niedriger wird, während der verwendet wird, während der leer läuft, dass man dann an so einem 36 Volt Pack am Schluss noch 32 oder 30 Volt hat oder so. Also das ist hier nicht gesichert. Verpolen das Gleiche. Also verpolt anschließen, dann fliegt einem auch irgendein Fett, gibt schneller auf als jede Sicherung. Ich hätte auch noch eine Frage, und zwar entweder habe ich verschlafen, aber ich habe mal, ich glaube, ihr habt das noch nicht erwähnt, was das jetzt kostet, beziehungsweise was jetzt wirklich so eine Standardkonfiguration, was man sich da vorstellen kann preismäßig, wenn man da einigermaßen einen Akku dazu haben will und das verwenden. Jo, okay, die Preislage war klar, dass es kommt. Die Narben einzeln, also nur die nackte Narbe, die du dir dann selber noch einspeichern kannst, auch eine tolle Sportart, wenn man sich dafür begeistern kann, Räder einzuspeichern und zu zentrieren. Die Narbe, der Controller und ein Gasgriff-Tretsensor, je nachdem, was da noch so an Kleinteilen dazukommt, kann man es etwa 300 Euro rechnen, je nachdem, mehr, weniger. Da gibt es unterschiedliche Anbieter, auch Qualitätsunterschiede. Wir haben hier die Chrysalite-Sachen, wie schon erwähnt,
Kommt alles am Schluss aus China, ist richtig, aber die Chryslet-Sachen sind eher so 350, ein bisschen aufwärts. Der Bausatz, es geht auch unter 300, für 280 bekommt man auf eBay irgendwie schon so. Nine Continent heißt da eine andere Herstellermarke. Und da etwa geht es los. Dann natürlich der Akku, ja, genau, der macht's aus, und zwar alles. Also kommt drauf an, was man haben möchte. Bleizellen, klassische alte Bleizellen, 12-Volt-Zellen, kann man sich in Reihe klemmen, 36 oder 48 draus machen, 48 Volt draus machen. Da ist die dann so ab 100, 120 Euro zu haben. Die interessanteren Sachen oder jetzt aktuellen Sachen, was Lithium-Polymer, Lithium-Eisenphosphat betrifft, gibt man für den Akku auf jeden Fall nochmal so viel aus. Also 350, 400 Euro eher ist da die Preislage. Das ist dann auch der Grund, warum man den mit reinnimmt. Also, aber auf der Ecke bewegt sich das in etwa. Dann würde es weitergehen mit dem Pass. Da wolltest du nochmal was sagen. Genau, ich habe hier gerade schon das erste Zeichen gekriegt. Ich gehe mal auf den Schnelldurchlauf. Eine noch zur Technik. Die Drehsensoren, die lassen einem ein paar Spielmöglichkeiten. Wie eingangs schon gesagt, es ist eine Vorschrift, die EU-Pedelec-Norm sagt davor, wir müssen einen Drehsensor haben, dass also auf jeden Fall eine Pedalbewegung da ist. Jetzt kann man damit aber noch was machen. Da gibt es zwei Methoden generell, und zwar aktiv und passiv, dass man also einen passiven Drehsensor verbaut. Das ist bei Chryslet eigentlich das Übliche. Das bedeutet, dass die Pedalbewegung von dem Sensor erkannt wird und der dann den Gasgriff freigibt. Das heißt also, man hat einen Regler, klassisch wie am Moped, Handgas, man fängt an reinzutreten, der Gasgriff wird freigegeben, erfüllt damit die Bedingungen von dieser komischen Regelung und man kann halt entweder Vollgas geben oder sich entscheiden, ich brauche gerade gar nicht so viel. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit aber, wenn dieser Tretsensor schon verbaut ist, ist, dass man die an dem Controller so koppelt, dass der aktiv von sich aus Gas gibt. Dass man also sozusagen die Leistungssteuerung direkt an diesen Tretsensor mit ranhängt. Das heißt, man braucht dann keinen Gasgriff, man hat keinen eigenen Regler mehr. Das ist dann also auch wirklich für den Fahrer vollkommen ohne Neuigkeiten. Es ist wie Fahrradfahren, man hockt sich drauf, man tritt rein, aber durch die Pedalbewegung wird Gas gegeben, also zusätzliche Leistungen vom Motor mit abgegeben. Nennt sich dann gerne immer so eingebauter Rückenwind, da gibt es ein paar lustige Bezeichner für. Das sind die zwei Disziplinen, die man hier fahren kann, was den Drehsensor betrifft. Es gibt noch eine kleine Sonderheit, eine noch, die 6 km/h. Unter 6 km/h braucht man das Ding nicht, weil dann ist es einfach so ein klassisches Schiebfahrzeug. Ich weiß gar nicht, als Schiebehilfe wird es öfters bezeichnet, wenn es der Controller möglich macht. Also es geht da noch gar nicht in diese Pedelec-Norm rein. Man hat da unter 6 km/h noch die Luft, dass man ohne den Drehsensor arbeitet. Da ist dann auch so eine Sache wie Rückwärtsgang für die drei Räder möglich. Das heißt, da kann man sich dann überlegen, einzuparken und so ganz leger mit dem Rückwärtsgang. Sieht ziemlich gut aus. Also da ist dann offen auch die Leistung. Hier vorne noch eine Frage. Ja, komm, alles klar. Wenn man das jetzt einfach nur da vorne über den Magneten abgreift, hat man ja sozusagen nur Geschwindigkeit. Kann man da jetzt auch irgendwie noch mehr Sensorik reinbauen, wie jetzt einen Drehmomentsensor, der dann wirklich Kraft verstärkt, dass man auch dann, was weiß ich, wenn man hinten Gänge verschaltet, also dass man hinten noch eine Gangschaltung drin hat und dann wirklich effektiv, dass der Motor wirklich die Kraft verstärkt und nicht einfach nur die Geschwindigkeit erhöht, wenn man tritt? Meinst du, dass man die Motorleistung an dem Antriebsstrang mit integriert hat, oder wie meinst du? Also ich glaube jetzt, dass wenn das da, also das kann jetzt ja eigentlich nur die Geschwindigkeit abgreifen und nicht wirklich das, was man jetzt in die Pedale reintritt. Nein, also wenn man darüber haben wir keine Informationen. Okay, richtig. Gut. Können wir später nochmal drüber reden, das ist nach der Runde. Da habe ich noch ein paar Sachen zu, das ist ziemlich interessant. Ja, vielleicht direkt im Anschluss dazu. Letzter Akt. Gibt das Überlegungen, diesen Motor in der Tretlagerachse zu montieren, ja, und auf die Art und Weise dann auch die Schaltung praktisch gratis mit drauf zuzukriegen? Ja, ist ein großes Thema gerade, was in der Industrie auftaucht, ist ziemlich viel davon, Tretlagermotoren, Nabenmotoren, die direkt in der Achse verbaut sind, dann meistens mit so Kopfzahnrädern, ist ein Problem mit der Mechanik hier. Das war der Grund, weswegen wir angefangen haben, die Motoren so umzubauen, weil wir einfach nur das Rad tauschen mussten. Und man braucht einen speziellen Rahmen dafür. Der Frame muss es können, der Tretlager, die Lagernarben und so, das muss alles dafür irgendwie ausgelegt sein.
Und das haben wir so nicht. Das wäre also maschinenbautechnisch irgendwie ein Riesenaufwand und man müsste noch den Rahmen dazu haben. Deswegen ist es rechtlich uninteressant an der Stelle. Das ist eben diese schöne Flexibilität, einfach ein Rad tauschen, fertig. Deswegen an der Stelle passiert sehr viel gerade. Ich bin da nicht so involviert, eben weil wir kein Fahrzeug haben, das das so abmacht. Okay, und ja. Kein Bild. Es gibt einen Ansatz, den freifliegend zu benutzen, dass man den nicht einspeicht. Das ist bei uns auf der Website auch nochmal dokumentiert, dass man den nicht einspeicht, sondern dass man den Motor mit einem Ritzel versieht und das Ritzel dann direkt mit auf die Kette drauf geht. Dass man den freifliegend benutzt sozusagen. Man hat dann also irgendwo im Trapezrahmen diese Narbe hängen, die Rotation macht und mit einer zweiten Kette aufs Tretlager geht, wo man auch die Pedalen hat. Man wird dann direkt unterstützt. Der Vorteil ist, man hat die Schaltung mit drinne. Bitte, ja. Thema der Feds abgegangen. Was ich fragen wollte, wo kriegt denn ihr diese Feds her und was für eine Leistung können die? Also das sind hier fertige Controller, die zusammen mit dem Motor so geliefert werden können. Das sind tauglich von 36 bis 72 Volt. 20 Ampere ist die Leistung, die der Controller an sich macht. Musst du mir, wenn du dich auskennst, helfen bei 6 Halbbrücken, wie viel Leistung sie dann wirklich abkönnen, also was ein Einzelner da abbekommt, ist dann entsprechend etwa die 20 Ampere, die jetzt so. So, 5 noch. Ich wollte noch zur letzten Rubrik springen, die Zukunft von den E-Bikes. Ihr seht, das ist alles ganz schön am Stolpern und da ist noch nicht so viel passiert. Ihr seht ja auch keine Elektrofahrräder, Fahrzeuge oder auch E-Bikes im Straßenverkehr klassisch. Das ist schon wirklich ein Sonderfall, wenn man da mal irgendwie zufällig einen erwischt. Also für die Zukunft gibt es noch viele Sachen, was es gilt anzugehen. Gerade für die Hacker, gerade für die Tüftler, interessante Themen dabei. Wollte ich da noch ein paar Punkte zu erzählen. Was uns gerade noch am Herzen liegt, da jetzt in den nächsten Jahren zu realisieren. Das fängt an bei den Controller selber. Die Steuerbarkeit hatte ich schon angesprochen. Freie Controller bauen war hier schon die Frage, ob man nicht irgendwie selber einen komplett aufbaut, den entsprechend auch programmieren kann und vor allem dann Diagnostik, Leistungsabfrage macht. Wir haben ein kleines Messgerät dafür, um zugucken zu können, wie viel Leistung jetzt so durchgeht, können da auch Graphen malen. Das ist aber noch alles ziemlich rudimentär. Wäre natürlich schön, dann kompletten Data Logger und die passende Android-App oder so zu haben. Das wäre so einer der Punkte, die da noch definitiv fehlen und gerade nicht zu haben sind, außer man hackt es sich selber zusammen. Aber ist auch eine schöne Herausforderung. Open Bicycle Computer, die Jungs sind auch hier, oder die ehemaligen Macher, ging da so in die Richtung, ist leider auch noch nicht ganz fertig. Ich habe noch nie eins an einem E-Bike gehabt. Wäre ein schönes Thema, in der Richtung an der Controllerprogrammierung zu arbeiten. Diese erwähnte Regelung unter 6 km/h mit dem Rückwärtsgang, auch noch ein Feature, das man ranbauen könnte und eben auch darf, das ist ja das Schöne eben an dem Pedelec-Thema, man kann einfach weiter nerden und es bleibt unter der Regelung, solange man das mit dem Drehsensor und der Geschwindigkeit einhält, wäre ein Thema. Motorbremse, auch jenseits von Rekuperation, warum eigentlich nicht mit dem Motor einfach bremsen? Wäre auch eine Frage der Steuerung am Controller, am Gerät, was man da hat. Damit hätte man gleich auch noch irgendwie so Sachen, Anti-Blockiersystem, falls eine Scheibenbremse dran ist oder so, ein ABS bauen. Bei dem Schnee da draußen ASR wäre auch toll, eine Schlupfregelung. Ließe sich ohne Probleme realisieren. An den Hallsensoren sieht man eigentlich ganz schnell, wann er durchdreht, wann nicht. Das wäre also wirklich nur eine Softwarefrage, aber dazu müsste man halt erstmal an den Controller rankommen. Die Chips sind alle abgeschliffen, wie immer aus China. Ein paar haben wir schon erraten, bei einigen wissen wir es nicht genau. Das ist ein Thema. Wichtige Sache noch, die Geräuschlosigkeit des Motors. Ich kann hier mal... Hört man eben im Straßenverkehr dann doch so gar nicht. Witziger Effekt ist zum Beispiel Hunde, die irgendwie nicht zur Seite springen oder so, weil sie irgendwie so ein normales Fahrrad sehen. Es ist doch schon ein Problem, weil man normalerweise schneller ist als der übliche Fahrradfahrer. Und da einen Ansatz zu finden, irgendwie sich geräuschmäßig bemerkbar zu machen im Straßenverkehr, wäre auch so eine Sache, die, glaube ich, wichtig ist. Gerade für Blinde auch, die dann irgendwie, ja.
Ja, ist gerade in der Automobilindustrie für die Elektroautos ein Thema. Das Rollgeräusch von den Rädern ist auf der Autobahn eh lauter, aber in der Stadt hört man sie einfach nicht. Wir brauchen einen Sound. Also da vielleicht der Aufruf an die DJs oder die Soundleute, macht doch mal was Cooles. Jetson-UFOs kennt jeder, wie sie durch die Gegend fliegen. Vielleicht entwickeln wir da in Zukunft ja auch noch ein paar schöne Sachen. In Korea ist der Begriff für sowas Silent Death. Die Elektrofahrräder hörst du nicht, wirst umgenietet. Also. Genau. Eine schöne Sache noch, auch wieder ein Controller-Feature. Das blockiert die Wegfahrsperre. Einfach blockieren, das Ding kurz schließen, die Namen kurz schließen und keiner, ich habe es gerade schon mit dem eingefrorenen Motor erzählt, und keiner traut sich mehr mit dem Ding weg. Es ist so elend, in einen kurzgeschlossenen Motor reinzutreten. Das macht überhaupt keinen Spaß. Wäre also schön, wenn da was gehen würde. Okay, das war's soweit. Betty, noch einen? Letzten? Punktlandung, Stunde ist rum. Vielen Dank. Könnt ihr noch zwei, drei Fragen beantworten? Also übrig geblieben an Fragen ist noch, aus was für Zellen besteht der Akku und wie teuer ist der in etwa? Der Akku? Habe ich noch? Ja. Der Akku, das sind prismatische Zellen, je nachdem Lithium-Polymer oder Lithium-Ionen. Hier ist ein Lithium-Polymer mit prismatischen Zellen. Es gibt das auch in Rundzellen-Setups. Die Preislage ist 350, 400 Euro etwa in dem Bereich. Okay. Eher aufwärts, kommt auf die Kapazitäten an. Also wir haben hier etwa 10 Ampere-Stunden. Man kann auch gerne 15, 20 Ampere-Stunden dran haben. Ja. Und die zweite Frage, die noch übrig geblieben ist, gibt es Nachteile, wenn der Motor im Hinterrad verbaut wird? Weil vorne hat derjenige wohl einen Dynamo. Nein, keine Nachteile. Es kommt aufs genau das Gleiche raus. Die Kette ist dann halt mit integriert. Das ist vielleicht ein Faktor, dass die Schaltung da jetzt mit integriert ist. Während vorne im Vorderrad ist es ganz angenehm, weil da ist der isoliert, einfach nur Motor rein, fertig. Hinten hast du natürlich die Kette mit drauf, aber danach spielt es keine Rolle mehr. Und kommt aufs Gleiche raus. Im Winter hat man durch den Vorderradmotor halt einen Allradantrieb. Wenn man selbst mit reintritt, das hilft schon auch sehr, im Schnee vorwärts zu kommen. Also ja, Allrad ist bei Schnee Dank toll. Vielen Dank von den Peace Missions. Hier vorne noch einer. Hier nochmal die Frage nach der Reichweite. Hier sind mit 10 Ampere-Stunden 30 Kilometer auf jeden Fall drin. Das Mittreten ist definitiv ein Faktor. Zum einen, was das Entladen des Akkus betrifft, da man mit weniger Strömen weniger belastet den Akku, kommt am Schluss auch mehr Kapazität raus. Und natürlich die eigene Leistung an Energie, die mit reingeht. Das heißt also nur Mofa fahren, einfach so durch die Gegend quietschen, so 30 Kilometer, wenn man mitstrampelt, entsprechend höher. Also da kann man auch gut was rausholen. Ja, damit schließe ich den Saal. Nochmal ein herzliches Dankeschön an die beiden Speaker.